Bonjour, je m'appelle Brigitte. Aujourd'hui, je vais te présenter l'emploi du verbe suivre. En allemand, suivre, c'est folgen. Le verbe suivre existe dans deux contextes. Un, dans la mobilité physique. Deux, dans la mobilité intellectuelle. Im physischen Sinne und im intellektuellen Sinne. 1. Le verbe suivre dans la mobilité physique. A. Suivre quelqu'un. Jemandem folgen. Je suis Max. Ich folge Max. Je suis Brigitte. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.